Moin miteinander. Hallo Leute, ein neuer Tag. Es ist eigentlich noch recht früh am Tag, es ist 7:30 und wie immer starten wir in der Werkstatt, warum auch immer. Ich denke, das ist jetzt so, mittlerweile es bürgert sich ein. Da steht der Anhänger und den bringen wir zurück zum Händler. Wir gehen nochmal kurz hin, wir müssen nochmal ein Kabel abschneiden, das Verlängerungskabel. Na, hier, Seitenschneider, also ab zum Anhänger. Ja, hier steht da der Gute und ich musste hier ein Verlängerungskabel fahren wegen dem Unimog. Zudem hat der Anhänger 13-polig, Unimog hat nur 7. Hat euch einer geschrieben, bist du ja ohne Licht gefahren? Nein, hier ist ein Adapter zwischen. Ne? Hier 7 auf 13, anders geht's nicht. Und ich denke, ich werde mir auch eine andere Dose am Unimog noch setzen müssen oder ein kleines Verlängerungskabel bauen, damit ich dieses Kabel hier nicht brauche. Genau, ist halt ein bisschen lang. Das habe ich mal gebaut, weil ich diese Heckkiste am Trecker hatte und da muss dann natürlich auch Rückleuchten dran. Dementsprechend gibt es so ein Verlängerungskabel und halt hier dieser Adapter, der wird hier zwischengeklemmt, zwischengedreht, 13 Poly wird immer reingedreht. Genau, ja, Anhänger. Wie ihr gesehen habt, hinterm Unimog läuft der wirklich gut, dann sind die Klappen runter. Klappen kriegt man übrigens auch nicht alleine rein, ne? Alleine ist eine Katastrophe, ist alles ein bisschen ein Bogen drinne. Und jetzt kriegt er hier noch eine dicke Hochplane rauf. Die werden hier in diese Rohre reingesteckt, wo ich gespannt bin, was die damit machen. Weil die wurden abgesägt und in Zinkbecken geschmissen. Und irgendwo, an irgendeiner Ecke, da war noch ein richtiger Sägegrat dran. Also die werden sie auf alle Fälle ausfeilen müssen. Und mein Plan ist eigentlich, wenn hier die Plane drauf ist, die muss wieder runter. Weil ich möchte ja nicht die ganze Zeit mit der Plane durch die Gegend fahren. Dass sie diese Schächte hier sauber machen. Ja, ich werde mal kurz das Auto davor hängen. Dann werden wir losbrummen. Ich habe gesagt, ich bin gegen 9 da. Ich fahre ungefähr eine Stunde 10 ungefähr. Ich muss dann nach hinter Hannover, Hemming. Genau, und dann sehen wir uns gleich im Auto, Leute. Ja, genau. Und ich habe nasse Füße. Ich hasse nasse Füße. Das ist krass. Ja, ja, Anhänger hängt dran. Was immer ganz cool ist, wenn ihr euch mal ein Auto kaufen solltet und wollt Wohnwagen oder so ziehen und ihr legt den Rückwärtsgang ein, dass man, so, warum macht er die Kamera nicht auf? So, jetzt müsst ihr, so, dass ihr in der Kamera die Anhängerkupplung seht. Ja, das ist immer viel wert. Dann ja, kann man den direkt da unter positionieren und muss da nicht dran rumreißen. Ja, ich will jetzt nach Hannover fahren. Bringen ihn weg, kommt die Plane rauf, Windenstand kommt dann noch rauf. Ich bin echt gespannt, was das für ein Brett wird. 1,90 Meter Hochplane in der Mitte. Ja, da ist ein Spitzdach, hat das Ding nachher oben drauf. Vorne und hinten aufrollbar. Das ist natürlich ja, 4 Quadratmeter Windlast hinterm Auto. Ich bin gespannt. Ja, ob man sie braucht oder nicht, sei dahingestellt. Aber dann steht er halt nicht komplett im Dreck und die sollen das eigentlich so montieren, dass man das Gestell auch locker oben wieder rausgezogen kriegt. Locker in Anführungszeichen. Denn wenn der Deutz oben rauf geht oder ähnliches, kommt das ganze Gerödel wieder runter, die Plane kommt runter, die Klappen kommen runter und ja, da muss alles ein bisschen fix gehen. Da will ich mir ein Gestell bauen mit Kurbelfüßen. Mal gucken, wie das Dach in der Praxis aussieht. Ja, genau. Uhr ist jetzt 7:50, 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück und dann geht's wieder zur Arbeit. Ja, also ich mache mich jetzt auf den Weg und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich ihn wieder abhole und die Plane da oben drauf ist. So ist der Plan. Von daher, ja, bis gleich, bis die Tage, bis später, man weiß es nicht. Was für ein Brett. Also das ist schon echt ein Koffer, der da hinten dran hängt. Aber genauso war es eigentlich geplant und gewollt. Und bin über die Qualität, echt bin ich überrascht. Also es ist gut, die Drehwirbel, das ist alles verzinkt, das ist auch so Stahl, das ist halt alles griffig.
Auch die Seile, die die Ecken zuziehen, sind Genüge drin. Das ist jetzt nicht über einen halben Meter gespannt. Ja, ich fahre jetzt auf der Autobahn hinterm LKW, Tempomat, natürlich Strich 80, also R79 wegen dem schlechten Gewissen. Und bin hier gerade mit dem Tempomat im Durchschnittsverbrauch bei 7 Liter. Das ist gut. Ja, mal sehen, wie das Ding nachher, also über 10 komme ich da nicht mit. Also hier 2 Liter TDI, 147 kW, das heißt 200 PS im Kodiak hier. Ich denke, über 10 werde ich nicht kommen, auch wenn der Trecker oder sonst was hinten drauf steht. Über 10 komme ich mit der Kiste eigentlich nicht. Und ich könnte die Plane jetzt noch aufrollen. Das heißt, vorne und hinten aufwickeln und fixieren, dass die Luft da durchgeht. Ja, ich will es jetzt erstmal testen. Nach hinten ist natürlich eine graue Wand. Ich weiß nicht, ob man das hier in diesem Schlitz gerade sieht. Im Video ist es halt nur grau. Klar, es hängt ein Anhänger dran, links und rechts. Wir können das mal, na, das ist die... Der Blick nach rechts, die Stirnwand in Grau und hier Stirnwand links in Grau. Und man sieht auch wirklich ja, den Wind, der die Plane gegen die Bretter drückt. Das sind halt 4 Quadratmeter Plane, ne? Darf man nicht vergessen. Mein Plan ist ja eigentlich, dieses Gestell runterzunehmen. Ich habe gerade mit ihm geschnackt. Er sagt auch, ich habe ganz viele Kunden, die danach fragen. Wir gucken uns das nachher in der Werkstatt mal an, was ich da vorhabe. Ob das funktioniert, werde ich in den nächsten 2 Wochen wissen, weil das Gestell soll eigentlich runter, wenn ich mit dem Deutz los möchte. Das ist eigentlich der Plan. Wie instabil nachher das ganze Gestell ist, weil das Gestell ist nach unten gesteckt. Es hält nur über die Bretter ringsrum und ist oben verschraubt im Dach. Ich weiß nicht, wie wabbelig das wird. Also die Kurbelstützen, die werden dann mit Hering, ich nenne sie jetzt mal Hering, da kommt dann irgendwie ein 10er Rundstahl, kommt da durch, um das Ding im Rasen zu fixieren. Dann können die Ecken auch nicht weg und können sich da auch nicht groß verdrehen. Vielleicht muss ich die Bretter verschrauben. Das weiß ich alles noch nicht. Und ich hatte ja auch mal ein bisschen in Foren geguckt, wie Leute ihre Anhängerplane runterkriegen. Weil das Ding ist, also die Plane wiegt irgendwie 120 Kilo mit Gestell, aber es ist halt einfach sperrig. Es ist groß und sperrig und da muss irgendwie eine Lösung her. Das werden wir uns nachher angucken. Und wenn ich das dann baue, auch die Umsetzung, ne? Weil das soll ich auch was bringen. Also wenn ich das hier irgendwie gebaut kriege und einer sagt, ey, das ist eigentlich cool, kann ich mir nachbauen? Oder ist es totaler Tünnef, was der René sich da gerade baut? Ja, dann baut man das halt nicht und ich schmeiß den Krempel in den Schrott. Ja. Manche Sachen sind schon gekauft und vorbereitet. Ich habe da auch schon Geld in der Hand genommen und ich hoffe, es funktioniert. Ich will es hoffen. Aber das sehen wir uns nachher an in der Werkstatt. Ich werde den ganzen Karempelbums jetzt erstmal nach Hause fahren. Und dann gucken wir uns nachher nochmal schön den Anhänger an. Und ja, meine Bastelstunde, was ich da vorhabe. Wir sehen uns in einer guten Stunde. Na? Bis gleich. Der Anker steht zu Hause. Es ist echt ein Windfang, ne? Aber das wusste ich vorher und das ist auch gut so, weil ohne Windfang wäre es kein Anhänger mit Plane. Verarbeitung ist echt top. Es ist alles umgebürtelt, verschweißt, vernünftig vernietet. Ja, so wie man sich das vorstellt. In drinne, oh, hier ist ja so ein Band. Hier in drin ist ein Lichtband drin, komplett oben. Also es macht den ganzen Kahn hier ein bisschen hell. Die Bretter,
Ja, ich denke mal, ich werde hier vielleicht mal so einen Aluwinkel oben drauf schrauben, dass sie hier ein bisschen Steifigkeit kriegen. So, und jetzt kommt das, was ich vorhab. Ich möchte natürlich die ganze Plane nach oben abnehmen. Das ist mein Ziel. An den Klappen sind Drehwirbel drin. Die werden ja oder wurden hier aufgeschraubt mit Einzugnieten wahrscheinlich. Die bleiben natürlich auch dran, das ist klar. Jetzt kann man hier die Klappen öffnen und könnte die Klappen abklappen. Und diese Ecken hier, weil hier oben werde ich nicht rausgezogen kriegen. Das ist alles so stramm. Also werde ich den hier unten rausziehen. Die sind auch nicht tief drin, vielleicht 5, 6 Zentimeter. Jetzt werde ich mir was bauen. Ob das funktioniert, weiß ich natürlich noch nicht. Das ist ein Test, um hier ranzugehen und das ganze Gestell nach oben zu kurbeln. Das ist der Plan. Wie das aussehen wird, gucken wir uns gleich mal in der Werkstatt an. Ich mache jetzt mal kurz den Anhänger zu, werde mein Auto auf dem Hof fahren und dann bleibt der ganze Karempel hier erstmal stehen. Ja, eigentlich habe ich 2 Wochen Zeit, so eine Kurbelstützen zu bauen, mit dem Prinzip, was funktioniert. Na, weil, wenn der Deutz hinten drauf ist, man soll ihn auch sehen. Na, die Plane, ich denke mal, die wird sich natürlich noch ein bisschen legen, dass die Falten rauskommen. Ich bin auch überlegen, hier mein Logo raufzuknallen. In 1,30 Meter mal 80. Mal gucken. Winde macht auch einen ganz guten Eindruck. Werde ich wahrscheinlich nicht allzu oft brauchen. Vielleicht, wenn das neue Projekt auf diesen Anhänger gezerrt wird im Juli, dann werde ich es wahrscheinlich brauchen. Die vordere Klappe, die wird dann umgelegt. Die liegt dann hier vorne auf diesem Windenstand drauf. Und dann läuft das Seil über die Klappe hinweg nach hinten. Mal gucken, ob es funktioniert. Werden wir dann sehen. Na, wie gesagt, mache ich kurz zu, bringe das Auto weg und dann sehen wir uns gleich in der Werkstatt. Zurück in der Werkstatt, wo auch sonst. Vielleicht machen wir hier nochmal das Licht an. So, Anhänger ist jetzt auch komplett safe. Das Gejuckel dahin ist meist immer genau im Feierabendverkehr. Boah. Ja, ich glaube, wenn ich das neue Fahrzeug abhole, unser neues Bastelprojekt, das sind hin und zurück 800 Kilometer, dann mit dem Anhänger hinten dran. Na, wenn ich jetzt hier rausgucke, sehe ich einen Anhänger. Ja, also 800 Kilometer mit dem Anhänger können echt lang sein, ne? Ich habe damals die Hütte von dem Unimog geholt, die jetzt hier drauf ist. Ich habe den Unimog ja gefahren bis zum Schluss und habe nebenher schon eine zweite Hütte gekauft, habe die fertig gemacht. Die habe ich damals geholt aus Bayern, Grenze nach Tschechien hin. Ich glaube, es waren hin und zurück. Es waren über 1000 Kilometer. Über 1000 Kilometer. Mache ich, glaube ich, kein zweites Mal. Das Prinzip mit den Kurbelstützen. Ich habe hier Kurbelstützen gekauft. Ne? Das sind ganz normale Kurbelstützen. Die habe ich bestellt. 4 Stück haben gekostet 80 € mit Versand. Die haben hier diese ganz normalen Klemmhalter vom Anhänger dran. Wie gesagt, ich habe geguckt, es gibt keine Möglichkeit. Und der Anhängermensch sagte auch, ich habe ganz viele Leute, die fragen, wie bekommt man diese Plane runter? Ich habe schon mal was vorbereitet. Ja, ein bisschen Rohr. Das soll nachher die Höhe ausgleichen, weil wir müssen natürlich eine Höhe ausgleichen. Das sind die Rohre, um von dem Anhänger wegzukommen. So, dann kommen hier Knotenbleche rein. So, hier. Dann soll hier ein Rohr ran. Dann kommt hier wieder ein Knotenblech rein. Hier, um den ganzen Kram steif zu kriegen. Da kommt dann eine Edelstahlplatte ran. Also das ist alles Edelstahl. Sollte das funktionieren und ich kann das noch optimieren, Boys aus Stahl vielleicht nochmal in die Verzinkerei schmeißen. Der kommt hier ran, damit man hier die Stütze hinkriegt. So, die kommt dann hier hin. Wir lassen den Halter jetzt mal weg und machen das mal mit der nackten Stütze. So, ich mache ein bisschen raus. Dann kann man die Stütze nämlich hier in der Höhe verschieben, kann sie klemmen. Hier ist ja der Klemmhalter dran. Die Stützen muss man schon ganz schön kurbeln, um hier was rauszukriegen. Hier oben sind die nur versplintet. Vielleicht werde ich einfach mal einen aufmachen,
Vielleicht kann ich die Kurbel dann abmachen, knall hier oben einen Sechskant drauf, damit ich dann mit dem Akkuschrauber raufkomme. Dann kann man hier diese Kurbel einfach drehen. Jetzt brauche ich das nämlich wegen diesem Kurbelweg. Und hier oben möchte ich an diesen Anhänger ran. Ja, auch hier irgendwie Platte, um da ranzukommen. Möchte mich dann hier oben abfangen an diesen Haken, wo die Verschlüsse rangehen, mit dem Bügel, um zu klemmen. Und dann soll dieses ganze Gerödel, so wie es ist, das ist dann hier die Freimachung, um den Anhänger rauszufahren. Und dann kann man den hier kurbeln und dann zieht man das ganze Ding nach oben raus. Man wird wahrscheinlich unzählige Male im Kreis laufen, denn es ist alles sehr, sehr stramm. Die Füße, wo die Klappen einrasten, sind wirklich, die gehen leicht rein. Die fallen da so rein, da ist genug Spiel drin, aber die Ecken zum Gestell, das ist mega stramm. Also ich habe gerade mit der Hand mal versucht, da ruckelt sich gar nichts. Wenn die Klappen aber alle auf sind, entspannt sich das alles. Und dann habe ich Hoffnung, dass es eigentlich recht leicht geht. Der Nachteil ist natürlich, wenn ich das so mache, habe ich keine Eckpfosten mehr. Weil die Eckpfosten nehme ich ja mit raus. Wenn ich den 13. drauf habe oder ich den Anhänger brauche ohne Plane, brauche ich ihn meistens auch ohne Klappen. Von daher ist es egal. Die vordere könnte ich abgeklappt lassen oder rausnehmen. Oder ich kaufe mir nochmal zwei Ecken nach oder ich baue mir welche. Das ist alles offen. So eine Ecke kostet im Netz 50 Euro. Der Anhängermensch hat gerade irgendwas von 32 gesagt. Ich glaube 32,50 für so einen Eckpfosten. Aber ich muss erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Ich weiß es wirklich nicht. Sollte das nicht funktionieren mit diesen Kurbelstützen, dann habe ich natürlich 4 Stück umsonst gekauft. Die werden dann aber, wenn es nicht funktioniert, werde ich davon 2 Stück nehmen und werde die an den Frontlader anbauen vom Deutz, um den Frontlader abzubauen. Denn auch das ist die totale Katastrophe bei diesem Deutz, den Frontlader abzubauen. Jetzt werden wahrscheinlich sagen, ja, das ist doch gar nicht das Problem. Ich habe auch einen D30 und den boxst du auf und fährst nach hinten raus. Wir gehen da einmal ganz kurz hin. Hat jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Bei meinem D30 gehen die Klauen von unten rein. Das heißt, der Frontlader muss erst runter, dann muss er raus und dann muss er wieder hoch, weil sonst passt die Schwinge nicht über die Scheinwerfer. So, das am Rande für Leute, die jetzt nur wegen dem Anhänger zu gucken und nicht wegen irgendwelchen Treckergeschüssel, was ich ja sonst mache. Aber das gehört dazu, das ist mein Vlog. Und ja, dann mit diesen Kurbelstützen. Ich habe jetzt natürlich keine Hand frei, weil ich die Kamera in der Hand habe. Wenn man die dreht, dreht sich das unten alles mit. Und der Anhänger ist sehr instabil. Das heißt, die Pfosten vom Anhänger hängen auf 1,80 Meter Höhe. Ja, 1,80 Meter Höhe kommen die senkrecht runter und werden nur von diesen Holzbrettern gehalten. Wenn das Sache alles fix verschraubt ist, werde ich hier 10 mm Erdnägel reinkloppen. Irgendwie ein Rundstahl, 10 mm, vielleicht 30 cm lang mit dem Haken, dass man die auch wieder rausgezogen kriegt. Die kann man da so ein bisschen schräg in den Rasen reinstecken. Und dann weht das halt auch nicht so einfach weg. Das ist auch ein Plan. Die Bretter werde ich eh verschrauben. Die Löcher sind schon vorgebohrt in den in diesem Metall-Us, in diesem U-Profil, wo die Bretter drin liegen. Da kommen Schrauben durch, dass die Bretter halt halten. Dann das Ding mit Erdnägeln abstecken und dann hoffe ich, dass das funktioniert. Bislang alles reine Theorie. Das ist mir irgendwann mal so eingefallen, dass man sich wie so eine Art Wechselbrücke baut, wenn es losgeht. Ich nehme mich auf alle Fälle beim Baum mit. Und ob es funktioniert, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sollte es funktionieren und die Plane steht dann da alleine, kommt innen drin an den Holzplanken, kommen kleine Winkelhalter ran, so einen kleinen gebogenen Halter. Material habe ich genug da, muss ich mal gucken, was ich nehme, vielleicht Edelstahl, um dann von innen die Klappen einzuhängen. Dann liegen die Klappen schon mal nicht mehr im Dreck. Man kann den Anhänger als Trailer nutzen. Die Plane steht hier, die Klappen sind geschützt vom Dreck, vom Regen. Und wenn man den Anhänger nicht braucht, schiebt man ihn einfach wieder rückwärts unter das Plangestell, sichert vielleicht die Plane noch an dem Anhänger und dann kann das hier stehen. Reine Theorie, Leute. Reine Theorie. Ich bin froh, dass das Ding hier ist. Ich bin froh, dass ich ihn gekauft habe. Ich bereue das Ding kein Stück. Es wurde auch geschrieben, diese kleinen 10 Zoll Reifen, die nutzen sich sehr schnell ab, weil die schneller drehen.
Ja, man fährt da aber irgendwie keine 130 mit. 100er Zulassung hat er, Aufkleber ist auch da. Und ja, ich fahre den nicht viel. Ne? Also wenn der Anhänger im Jahr 2.500 Kilometer kriegt, ist das viel, glaube ich. Aber es ist alles dran und man muss sich keinen mehr leihen. Und vor allem, man muss niemanden mehr fragen. Ne? Ich habe sonst immer einen Trailer bekommen. Das war mal so ein bisschen für eine Kaffeekasse. Ja, habe ich auch schon mal gesagt, dann fahre ich von hier nach Soltau wieder zurück, wieder nach Soltau, wieder zurück. Ich fahre dann dreimal hin, wenn ich zum TÜV muss oder irgendwo hin. Da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Deswegen gab es einen eigenen. Und der ist im Unterhalt ganzjährig billiger als der große, den ich hatte im halben Jahr. Da mal von ab. Und der Nutzen ist wesentlich effektiver gestrickt. Ja. Ja, Mittwoch habe ich es ja schon mal so ein bisschen erwähnt, das neue Projekt. Ich werde es immer noch nicht sagen, was geht. Den holen wir im Juli ab. Im Juli werden wir ihn abholen. Den Atlas-Bagger, den werden wir auch noch irgendwann abholen, weil da muss die Plane auch wieder runter, weil sonst passt er ja gar nicht rauf. Und alle Fahrzeuge, die dann hier sind, das heißt der 514, das heißt der D30, selbst für den Trägertrack, und das neue Gerät, was hierher kommt, passen alle auf diesen Anhänger rauf. Natürlich nicht alle drei zusammen, das sollte klar sein. Aber von der Größe, vom Gewicht bin ich dann safe. Hinterm Unimog kann ich 3,5 Tonnen hängen. Anhänger ist ein 3-Tonnen-Anhänger. Zuladung sind 2000. Was wiegt der Anhänger jetzt? 650 Kilo, glaube ich, ne? 650 wiegt der Anhänger. Also gute 2 Tonnen kann ich dann da oben raufknallen. Plus, minus, 250, 300 Kilo, ist alles schön. Und alles abgedeckt. Ja. Das war's für heute, Leute. Der Samstag, wir haben den Anhänger wieder, wir haben die Hochplane drauf, wir werden es ein bisschen optimieren. Bei der Thematik nehme ich euch mit. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Vielleicht komme ich hier auch dichter ran, hier unten, oh, um diesen Pfosten rum. Wenn das hier oben, ich werde es auch alles nur heften, ne? Also das wird noch nicht voll verschweißt. Ich werde die über einen Zentimeter Naht reinziehen. Gestell wiegt 120 Kilo, das bricht niemals ab. Sollte das mit diesen Kurbeln hier oben funktionieren, dass ich hier einen Sechskant drauf bekomme, dann kann ich auch wesentlich dichter ran. Ne? Dann sitze ich irgendwo hier und kann hier wesentlich schlanker aufbauen und habe hier nicht so ein altes Z, was hier irgendwie rumwackelt. Ich bin gespannt. Ich habe einen Anhänger jetzt wieder zurück. Der war jetzt nur ein paar Tage weg. Ich konnte nichts messen. Ich werde da mal ein bisschen was vorbereiten. Und wenn es soweit ist, dann geht's los. Ja. Jo. Leute, habt einen schönen Samstag. Habt ein schönes Wochenende. Genießt den Tag. Das Wetter wird wieder besser. Wir haben Sommer. Wir haben keine Regeln mehr. Wir können uns frei bewegen. Alles geil, alles toll. Im besten Fall sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Wie so oft. Mit welchen Themen, weiß ich noch nicht. Es wird, wie gesagt, jetzt alles gerade ein bisschen milder. Und genau, wenn ihr Bock habt, gerne abonnieren, kommentieren, lasst einen Daumen da. Welchen auch immer, das ist euch überlassen. Leute, wir sehen uns. Ciao.